So, hallo Freunde Modellbahnkumpels, hier ist wieder euer Jens. Und heute bin ich an einem ganz besonderen Ort. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da reinkomme. Oder sagen wir mal, dass ich da rankomme. Weil es ist alles verwachsen und es sieht furchtbar aus. Ja. Aber letztendlich habe ich es dann doch geschafft, einen Zugang zu finden. Und es ist noch viel zu sehen davon. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ihr dürft ja mal raten, wo es ist. Ich werde erstmal nicht sagen, wo es ist. Ich bin ein Stückchen mit der S-Bahn gefahren. Eigentlich war geplant, nach Delitzsch zu fahren, um die alten Ludmillas anzuschauen. Aber das war mir dann doch ein bisschen riskant ohne Warnweste. Darum habe ich mir gedacht, fahre ich mal hierher. Das ist auch ein ganz schönes Stück gewesen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mir ein paar Fotos habe ich auch schon gemacht. Die werde ich dann auch in diese Gruppe posten, stillgelegte Bahnanlagen und so weiter. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Video. Drehmaterial habe ich jetzt genug, also ich meine, ich kann genügend drehen, weil mein Akku ist jetzt ein größerer Akku, der hält 3 Stunden nur noch was. Und ich hoffe, dass die Kamera durchhält, denn es ist schon wieder ziemlich warm heute. Geht's jetzt los hier. Los geht's. So. Muss ich das mit dem Bildschirm wieder umdrehen. Also ich habe jetzt noch 3 Stunden und 36 Minuten übrig. Da steht mein Drahtesel. Also wenn ich bisher ja gefahren wäre mit dem Fahrrad, da wäre ich wahrscheinlich erst noch unterwegs. So, dann gehen wir mal los. Ihr seht schon, das ist alles richtig verwuchert hier alles und total fertig, das Gelände. Hier ist schon lange nichts mehr passiert. Und hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. Oh, schau einer an. Hier gibt es sogar noch einen Bunker, Leute. Habe ich den mal erforschen sollte? Ah, cool. Das können wir ja beim nächsten Mal machen. Ich denke mal, der wird nicht so schnell abgerissen. So, gucken wir mal hier weiter. Wenn das nicht mehr kann. Das haben sie versucht neu zu bauen. Hier geht noch eine Leiter aufs Dach. Da gehe ich auch nicht hin. Also ich hatte ein bisschen Mühe, an das Gelände ranzukommen, Leute. Weil es gab wirklich keinen Zugang direkt an die andere Seite ranzukommen, weil, wie gesagt, das alles dicht ist. Letztendlich hat mir dann ein älterer Herr gesagt, wie man hier rüberkommt, weil er das Gelände kannte. Und hat mir den Tipp gegeben, wie man hier rankommt. Danke nochmal an den Herrn mit dem Hund. Aus, piep. Ihr werdet es dann schon sehen. Also das hier ist echt interessant. Da wollte ich das am nächsten Mal runtergehen und gucken, wo der hingeht, der Bunker. Aber nun ja, ich habe da ein bisschen Angst. Alleine so ein Dunkel. Gut, weiter geht's. Also hier haben wir, wie gesagt, alte Gebäude. Verwaltungsgebäude waren das mal. Ich kann es nicht mehr identifizieren, was es mal gewesen ist. Aha, schaut einmal an. Da ist die Treppe von dem Bunker. Cool, das ist sogar ein Bunker, das hätte ich nicht gedacht. Das ist zugeschüttet. Aber das Wichtigste, was ich euch jetzt zeigen werde, das ist das, was uns interessiert. Hier haben wir noch eine Hütte. Das ist Elektronik. Jetzt müssen wir feststellen, was das für ein Laufwerk war. Das war ein Grundig. Ich habe auch früher Videorekorder und sowas repariert, aber die Zeiten sind vorbei. Ah, ja. Sieht man nicht mehr viel. So, jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil, weswegen ich eigentlich dieses Video drehen wollte. Ihr könnt es schon erahnen, was es hier ist. Es ist ein Lokschuppen. Und zwar ein ganz besonderer Lokschuppen. So, jetzt sind wir drin. Ich hätte gedacht, dass alles weg ist. Naja, mal jemand geschrieben hat, da brauchst du gar nicht mehr hinfahren, da ist nicht mehr Pustekuchen. Ist alles noch so wie früher. Also wie ich es bei Google Earth gesehen habe. Nicht mehr. Ich gehe mal dahin. Mein Fahrrad ist ja angeschlossen, da kann nichts passieren. Ich habe ein bisschen Angst vor Ratten, wisst ihr? Dass mich hier irgendeine Ratte überfällt. So eine richtige Dorfratte.
noch sicher. Oh mein Gott, das sieht aus, ja. Alles kaputt. Kommst du doch runter. Also dieses Gebäude wird garantiert nicht wieder restauriert. Das wird wohl bald abgerissen. Hier ist noch eine Schmalspurschiene. Was hat die für eine Bedeutung gehabt? Weiß das einer? Könnt ihr mir ja mal wieder in die Kommentare schreiben. So, weiter geht's. Also ihr seht schon, hier ist nichts mehr los. Hier ist alles kaputt, alles tot. Und nein, ich bin nicht in Leipzig. Oh, hier haben wir noch ein schönes Schild. Leider kaputt. Ich bin nicht Raucher. Da haben wir noch einen Hut. Vielleicht wollte jemand Geld sammeln von den Lokschuppen. Noch ein Kran. Also dieser Lokschuppen hier ist auf jeden Fall eine Reise wert gewesen, weil man hier noch sehr viel sieht. Hier ist es nicht so wie in Leipzig, dass alles durch Vandalen komplett zerstört wurde und vollgeschmiert. Es ist zwar auch Graffiti zu sehen, aber nicht so viel extrem Graffiti. Hier fahren noch sehr viele Güterzüge, habe ich festgestellt. Es ist schon die dritte Klasse vorbeigefahren. Aber ich konnte nicht filmen, weil ich eben, wie gesagt, hier war. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel los ist hier. So, gehen wir mal weiter. Das wird wohl so aussehen wie Klimaanlage gewesen sein. Da ist auch noch einer. Schaltkasten. Der war auch ganz schön groß, der Lokschuppen. Krass. Also für mich hat diese Reise sich gelohnt, hierher zu fahren. Ich habe ja eigentlich Bedenken gehabt, mit der S-Bahn zu fahren, so weit raus aus Leipzig. Ich habe immer Angst, dass ich mich verfahre. Nicht mit der S-Bahn, sondern mit dem Fahrrad. Aber ich habe mir die Strecke gemerkt. Und deswegen weiß ich auch, wie ich wieder zurückkomme. Zum Bahnhof. Auf der anderen Seite. Ah, der ist aber wirklich groß. Seht ihr das an, Leute? Wahnsinn. Was hier mal los gewesen sein muss, ob hier auch Tiger-Trommeln und Lidmüllers drin gestanden haben. Also Tiger-Trommeln glaube ich schon, aber ich denke mal eher Dampfloks. Oh, da ist sogar eine Türe offen. Sehr schön. Ich dachte schon, ich komme nicht an die andere Seite ran. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich nicht zu weit in den Gleisbereich reinkomme. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier alles tot ist. Ja, das Klo will ich bestimmt nicht sehen. Eine große Vermüllung, ganz schlimm aufnehmen. Ich sage schon Chef Bescheid. In E ist eine große Vermüllung. Das ist wahrscheinlich der Schaltkasten. Auch hier haben sie die ganze Elektronik schon rausgerissen. Also auch hier waren die Kabeldiebe schon unterwegs. Aber wenigstens haben sie hier alle Gleise noch drin. Hier ist nichts rausgerissen an den Gleisen wie in Leipzig. Hier ist sogar noch ein Rest von dem Gleis, was direkt auf den Pfeiler zuläuft. Das ergibt keinen Sinn. Komisch. So, dann gehen wir mal raus. Und dann schauen wir mal, ob wir draußen noch was entdecken. Man hört schon im Hintergrund, das ist eine Autobahn. So, schauen wir mal. So. Jetzt bin ich draußen. Ah, ist wirklich weg. Krass. Da sieht man ja bloß noch den Teller, also der Teller ist weg. Dann sieht man noch den Stumpen, wo mal die Drehscheibe gestanden hat. Also ihr seht, das ist ein Ringlokschuppen. Ein sehr schön großer war das mal. Sehr groß, ist noch komplett vorhanden, aber die Drehscheibe ist weg. Also da ist bloß noch die Kuhle übrig und die Drehscheibe fehlt.
Da stehen wieder ein paar, was sind es, Kieswagen? Kies- oder Schotterwagen? Ich gehe mal in die Richtung, vielleicht kann man da noch sehen, was da ist. Ja, was ist das gleich? Da war sogar eine Reiche gewesen. Ja, weiter geht's. Also hier sieht man noch ganz schön viel, Leute. Schaut euch das mal an, hier sind noch überholte Gleise hier. Ja. Verbindungsgleise. Auch noch ein Gleis. Das ist wieder mal nur geflanscht. Mit der Eisenbahn. Wo das hingeht. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man hier noch so viel sieht. Das war ja mal ein Bahnbetriebswerk, das darf man nicht vergessen, deswegen sind hier auch noch viele andere Gleise. Aber so wie es aussieht, da brauche ich nicht reinzugucken, das ist eine Garage, das ist aber klar. Und das Gleis geht hier weiter. Da. Hätte ich mein Fahrrad auch hier verstecken können. Ach schade. Schöner Kesselzug. Okay, aber sehr kurz. So, weiter geht's. Da war aber leider auf der anderen Seite. Und da hat sich das nicht gelohnt. Da haben wir hier eine Untersuchungsgrube. Da muss ich aufpassen, das ist ein Loch, ein tiefes. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Was ist das? Was ist das für ein Ding? Komisch. Hat das was mit der Untersuchungsgrube zu tun, Leute? Das Teil, was hier dran ist? Ich kann es leider nicht erkennen, was es ist. Ich will hier lieber mal probieren, nicht dass ich hier aus Versehen in die Grube falle. Dann haben sie die Gleise schon abmontiert. Die ging wohl mal hier dran. Ja, ich schwenke zu schnell, ich weiß. Machen wir weiter. Was haben wir denn hier noch? Da steht ein Tank. Da, da könnt ihr schon denken, was das ist. Ich bin mal vorsichtig und sage mal, es ist eine Betankungsanlage gewesen für die Dieselloks, aber ich bin mir nicht sicher. Wer dieses Bahnbetriebswerk kennt, müsste das eigentlich wissen. Da ist noch ein Uraltgleis. Mal gucken, wo ich da hinkomme. So. Bitteschön. Ein Uraltgleis und da ist der Tank. Ja. Ich muss wegen Zecken aufpassen. Letztes Mal haben sich nämlich zwei bei mir festgehaftet an einer ganz bestimmten Stelle. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern ich habe eine Wucherung an der Seite. Die müsste ich eigentlich mal entfernen lassen. Und dort haben die sich festgehaftet, die Säcke. Deswegen möchte ich ein bisschen aufpassen, ich lasse sie sich da wieder festmachen. Also wer hier mal hergehen will, es gibt zwei Möglichkeiten hier Zugang zu finden, und zwar von dem Radweg neben der Autobahn oder direkt neben dem Stellwerk geht ein Weg weg
Und dort kommt man dann auch an diese, an den wunderschönen Lokschuppen ran. Das hier ist wunderschön, also das, was noch übrig ist. So. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt bin ich nämlich bestimmt schon im Bahnbereich, wo ich eigentlich nicht mehr sein sollte. Das Gleis geht hier weiter und geht dann hier hinter und dann stehen hier alte Kohlewagen. Das seht ihr ja selber. Hier ist noch ein altes Gleis. Ich glaube, bestimmt alles mit dazu. Ich wollte bloß mal auf die andere Seite von dieser komischen. Das ist, glaube ich, eine Kohle-Dings gewesen, keine Ahnung. Hier wollte ich hin. Nähern wir uns schon den Kohlewagen. Dann müssen wir schon schnell rangehen. Das sind diese berühmten Selbstentladewagen, die in Sporen richtig schweineteuer sind. Noch teurer als die normalen. So, hier geht das Gleis dann weiter hier, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr in Betrieb. Und das hört ja auf. Also das hier gehört ja auf und das andere auch. Das ist hier zu Ende da. So. Der Wagen scheint aber auch schon eine ganze Weile da zu stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier mal kommen. Mal ranzoomen. Ich hätte auch gerne die Wagen, aber die sind leider sehr, sehr teuer. So, hier ist das Gleis zu Ende. Das andere geht hier noch weiter. Das geht bestimmt noch bis davor. Dort werde ich aber dann nicht mehr hingehen, weil ich mir sicher bin, dass das dann schon, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt noch eine schöne Tafel da hinten. Oh, was haben wir denn da entdeckt? Ja, das ist ja interessant. Ich habe noch einen Wagen entdeckt, Leute. Ein Wagen. Da steht noch ein Wagen. Tatsächlich. Moment. Schaut euch das an. Geil. Hier stehen noch uralte Waggons rum. Geil. Mal reingehen. Hoffentlich falle ich nicht runter. Guten Tag, ich bin der Nachmieter. Was ist denn das für ein Waggon? Der scheint doch wirklich richtig alt zu sein. Geil. Wenn der das letzte Mal auf der Strecke war, das wird bestimmt schon lange, lange her sein. Auf jeden Fall ist es ein Personenwagen. Aber ich weiß nicht, was für einer. Hier ist doch eine Toilette drin. Ein Schild. Während des Aufenthalts auf den Bahnhöfen ist die Benutzung nicht gestattet. Das war früher so, weil das war nämlich Schlumpfklos. Und da fiel die Scheiße direkt auf die Gleise. Deswegen ist das so. Also die sind bestimmt schon 40 Jahre alt. Schlecht. Immer wieder raus. Verlassene Waggons. Sie schlummern vor sich hin. Die armen Dinger. Oder ist es bloß einer? Das ist einer. Ah, jetzt weiß ich, was das für ein Waggon ist. Das ist ein Bauzugwaggon.
glaube ich zumindest. Das ist ein Bauzugwaggon, wie es aussieht. Ne, es sind zwei, ja. Es sind zwei, okay. Ja, Deutsche Reichsbahn. Ja, das sind zwei Stück. Alles klar. Zwei Stück sind das. Also die wurden bestimmt schon ewig nicht mehr bewegt. Vergessene Waggons. Schaut sie euch an, die armen Dinger. Die werden wahrscheinlich nie wieder eine freie Strecke sehen. Nie wieder. Schauen wir mal, ob ich in den auch reinkomme. Oh, hier ist sogar der Leiter kaputt. Und da fehlt dieses Ding hier zum Festmachen. Die haben die bestimmt hier reingeschoben und dann sind die irgendwo hier dagegen geschlagen. Und deswegen ist die Treppe hier verbogen und das ist auch alles nicht mehr sicher hier. Und dort ist auch die Türe zu. Ich weiß nicht, ob ich die aufkriege. Ich nehme mal kurz die Kamera in der anderen Hand. Ich will auch nicht auf die Fresse fallen. Das ist aber nicht mehr sicher hier. Okay. Ich bin drin. Oh, der Boden ist fertig hier. Da war ein Ofen drin, Leute. Cool. Scheiße. Das sind Bauzugwaggons, sind das. Glaube ich zumindest, dass es Bauzugwaggons sind. Vielleicht kann mir ja jemand eine Information geben. Ach ja, sogar das Scheißhaus noch ganz. Ja, das ging auch damals. Eine alte Bank, Stückchen davon. Mein Gott, ey, der ist fertig, der Wagen. Wer weiß, wie lange der schon hier steht. Ich sag mal 20 Jahre bestimmt. Der hat vielleicht schon hier gestanden, als das Bahnbetriebswerk noch aktiv war. Heilige Scheiße, ey. Also die zwei Waggons meine ich natürlich. Ich versuche jetzt mal wieder rauszukommen. Hier, ich nehme mal meine Kamera wieder aus der Hand. Dass er mal runterfällt. Ich riskiere, das geht gar nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, das Handy zu gucken, Leute. Wer immer mir schreibt, ihr müsst jetzt erstmal warten, bis Jens das Video beendet hat. Also Souvenirs sieht schlecht aus, da kann ich leider nichts mitnehmen. Ich kann euch höchstens das nochmal zeigen hier. Ich werde jetzt noch ein paar Fotos von dem Wagen machen. Ist noch irgendwo ein Gleis? Ja, hier ist noch ein Gleis, Leute. Ja. Hier ist also noch ein Gleis daneben, was dort lang geht. Das ist also nicht das Einzige, was ist. Polystyrol, Hartschaum N. Isolation. Bestimmt das, was drin ist, gehe ich mal davon aus. Die Schilder haben sich schon abgebaut. Das hätte mich ja mal interessiert. Mir krabbelt das Viehzeug überall hin, Leute.
So, gut. Werde ich dieses Video jetzt erstmal beenden hier. Ich muss mich nämlich erstmal jetzt in Sicherheit bringen. Das Viehzeug frisst mich sonst auf. Ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall hier mal hinzufahren. Wem es interessiert, hier stehen noch zwei alte, ich glaube das sind Bauzugwaggons am ehemaligen Bahnbetriebswerk. Naja, ich lasse euch raten, ich schreibe es natürlich dann hin. Es ist Engelsdorf. Der war gut. Nein, es ist Eilenburg. Also es ist das Bahnbetriebswerk, das ehemalige Bahnbetriebswerk Eilenburg, wo ich hier war, bin. Ich mache noch ein Video. Aber jetzt mache ich erstmal ein paar Fotos von meiner Gruppe. Und ihr könnt mir ja ein Like da lassen für das Video oder auch nicht. Die Hater können natürlich auch wieder einen Kommentar da lassen, ist mir egal. Ich soll sie nicht mehr erwähnen, aber ich muss sie ja erwähnen, ist ja normal, ne? Wegen den Dislikes. In dem Sinne, ich bin erstmal weg und wenn ich noch was Interessantes finde zum Film, dann gibt es noch ein Video. In dem Sinne, das ist zweimal gesagt, ich bin erstmal weg. Tschüss!